Hallo liebe Freunde, es begrüßt euch Gustavo Moreno Morales. Sei willkommen zu einem neuen Beitrag von Gustavo unterwegs. Ich befinde mich in der Sparkasse Arena in Göttingen, wo das Spiel BG Göttingen gegen Bayern München stattfindet. Neben mir habe ich einen Fan von Bayern München. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Sag mal, wie viele Kilometer hast du schon heute hinter dir? Wie viele Kilometer? Knapp 40. Ich meine von Bayern, von München, wie sie her? Ich komme aus dem Eichsfeld. Ach nein! Eine Prognose für heute? Oh, heute gewinnt Bayern München mit 20 Punkten Unterschied. Aha, vielen Dank. Wie dafür. Okay. Danke auch. Ciao. Weiter geht's im Osten.
Hattest du mir so einen Erfolg gedacht? Schon gerechnet? Irgendwie so eine Dominanz auch dazu? Wir haben gut gespielt, wir haben das Spiel kontrolliert, irgendwie, dass wir dominant waren. Das war eigentlich eine sehr starke Mannschaft. Aber ja, nur zu Hause spielen wir dieses Jahr sehr stark. Und wenn alles muss klappen natürlich. Unsere Key-Spieler können kein Foul Trouble haben, und dann wird es schwierig für uns. Wir sind nicht so tief besetzt. Wir sind eine gute Mannschaft, aber nicht, dass wir 10 Spiele haben, die alle 25 Minuten können. So, liebes Publikum, neben mir habe ich La Sisi. La Sisi, bonjour. Bonjour, Gustavo. Comment ça a été le jeu pour toi? C'était vraiment, vraiment chouette. Jouer contre Bayern, c'est toujours bien. C'est la meilleure équipe en Allemagne. Et ils ont perdu une fois, je crois. Donc là-bas, on a perdu avec un point. Là, on gagne. Donc c'est vraiment merveilleux. Et je suis content qu'on a gagné, hein, avec une salle complète. Donc c'était vraiment bien. Ich finde das ganz toll, dass hier gewonnen haben mit so einem vollen Haus. Die hatten da also den Hinspiel verloren, knapp, und es war ganz toll zu gewinnen hier zu Hause. Ja, genau. Okay. Ja, liebe Publikum, ich habe neben mir der Geschäftsführer der WG Göttingen, Herr Meinerzhagen. Guten Abend, Herr Meinerzhagen. Schönen guten Abend. Hatten Sie gedacht im Vorfeld, dass das so möglich war, so eine Dominanz, also erstmal gewinnen und mit so einer Dominanz? Dominanz ist vielleicht ein bisschen übertrieben auch. Also das Spiel war dann ja schon relativ knapp, auch wenn wir die meiste Zeit natürlich geführt haben. Ein bisschen gehofft habe ich es natürlich. Also wenn so ein Spiel gegen Bayern München normal verläuft, dann verlieren wir mit 20 Punkten. Aber man hofft natürlich zu Hause, dass da ein bisschen was geht. Und grundsätzlich können wir zu Hause jede Mannschaft der Bundesliga schlagen. Das haben wir auch schon bewiesen. Kann man sagen, dass das Publikum heute eine große Rolle gespielt hat? Ja, definitiv. Also wenn man so ein Spiel startet und das Publikum dann auch merkt, da geht was, dann sind sie auch nochmal extra laut, und das ist schon ein richtiger Heimvorteil. Klar, also nicht umsonst gewinnen wir zu Hause gegen Alba Berlin und gegen Bayern München und eben nicht auswärts. Also da machen die Zuschauer definitiv einen Unterschied. Und in so einer Halle, in so einer kleinen Halle, die dann so lautstark ist, das verunsichert den Gegner schon. Glauben Sie, dass auch die Mannschaft jetzt in der Playoff kommt? Ich weiß es nicht. Also ich glaube vor allen Dingen, dass wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, und da bin ich erstmal sehr zufrieden. Und wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist ein Einzug in die Playoffs auch nicht besonders wahrscheinlich. Aber wir schauen jetzt mal, was so die nächsten Spiele passiert, und wir versuchen eben so gut in der Tabelle abzuschneiden, wie es irgendwie geht. Und wenn am Schluss die Playoffs dabei rauskommen sollten, was wie gesagt ziemlich unwahrscheinlich ist, dann werden wir uns nicht dagegen wehren. Ist Ihre Mannschaft schon in der Lage, auch egal welche Mannschaft, zu schlagen? Grundsätzlich ja, klar. Wie gesagt, wir haben jetzt gegen Bayern München zu Hause gewonnen. Das war erst die zweite Niederlage von Bayern München. In einem so einem Spiel können wir solche Teams auch mal schlagen, aber eben nicht auf Dauer. Also da sind die Teams einfach zu gut besetzt. Und da gibt es eine Reihe von Teams, die besser besetzt sind als wir. Vielleicht eine Botschaft an das Publikum? Ja, wieder vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Also ohne das Publikum heute hätten wir sicherlich nicht gewonnen. Also das ist schon eine Gemeinschaftsleistung von 3.500 Menschen in der Halle. Okay, Herr Meinerzhagen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, danke auch. So, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns, wenn ich wieder unterwegs bin. Ciao.